Die Inbetriebnahme eines Bohndruckers mit Wabi Profi 3 ist relativ einfach. Dazu klicken Sie in der Menüleiste auf Administration, Systemeinstellungen und wählen dann die Karteikarte Verkauf. Eine generelle Auswahl müssen Sie jetzt treffen, indem Sie sagen, ich habe einen Bohndrucker, dann wählen Sie Bohndrucker an, oder Sie sagen, ich habe keinen Bohndrucker, dann wählen Sie A4 an. Bei der Auswahl von A4 steht Ihnen in der Karteikarte Hardware die Auswahl Bohndrucker nicht zur Verfügung, da Sie ja gesagt haben, ich habe keinen Bohndrucker. Wenn Sie einen Bohndrucker angeschlossen haben, wählen wir Bohndrucker und nun steht uns jetzt auch die Karteikarte Bohndrucker im aktiven Zustand zur Verfügung. Hier können Sie auswählen, Bohndrucker mit Windows-Druckertreiber bedeutet im Klartext, Ihr Bohndrucker wurde per USB-Anschluss an Ihren Computer angeschlossen und Sie haben einen Druckertreiber installiert. Das ist die Prämisse, also die Voraussetzung. Wie können Sie feststellen, ob Sie einen Druckertreiber installiert haben? Ganz einfach, wenn Sie in den Systemeinstellungen, also wir haben hier Windows 8, wenn Sie in den Systemeinstellungen unter Geräte und Drucker Ihren Bohndrucker in der obigen aktiven Leiste bei Drucker wiederfinden, dann wissen Sie, dass Ihr Bohndrucker installiert ist. Sie sollten an dieser Stelle auch prüfen, ob Sie im Windows eine Testseite drucken können. Dazu klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den dementsprechenden Drucker und sagen im Normalfall Druckereigenschaften, glaube ich. Ja, das, so ist es. Und dann können Sie hier sagen Testseite drucken. Wenn die Testseite erfolgreich auf Ihren Bohndrucker herauskommt, also das heißt, wenn der Drucker im Windows funktioniert, funktioniert er auch in anderen angeschlossenen Programmen, die auf Windows oder diese installiert haben, sprich Wabi Profi 3. Sollte Ihr Drucker nach der Installation hier oben nicht bei Drucker auftauchen, empfehle ich Ihnen, Ihren Drucker oder Ihren Computer neu zu starten und dann erneut in den Systemeinstellungen unter Geräte und Drucker zu prüfen, ob Ihr installierter Drucker nun im aktiven Zustand, also sprich hier oben in der oberen Leiste, sich befindet. Wenn er sich hier befindet, können Sie den dementsprechenden Drucker auswählen, können nochmal Test sagen und alles ist gut. Ich persönlich bevorzuge die lose Variante, und zwar Anschluss über einen seriellen Port. Warum über einen seriellen Port? Ganz einfach. Wabi Profi 3 kann Ihren Drucker direkt ansteuern. So, der kann also die Sequenzbefehle für Ihren Drucker rausschicken und der Drucker kann es interpretieren und es kommt sofort raus. Der Vorteil hier ist, dass Sie keinen zusätzlichen Druckertreiber haben müssen und Sie sich an dieser Stelle nicht drum kümmern müssen, okay, habe ich jetzt den richtigen Treiber für mein richtiges Betriebssystem in der richtigen Bitzahl, wie auch immer installiert. Serielle Karten gibt es relativ günstig schon zu kaufen, meistens schon unter 10 Euro oder 12 Euro oder 8 Euro, keine Ahnung. Ja, ist sehr schön anzuschließen. Der Nachteil ist halt, Sie brauchen ein serielles Nullmodemkabel und Ihr Drucker muss natürlich ein serielles Interface, also einen Anschluss, einen Slot hinten haben, wo Sie dementsprechend das serielle Kabel anschließen können. Aber hierzu einfach anrufen, wir beraten Sie gerne. Auch führen wir natürlich serielle Drucker, auch natürlich USB-Drucker in unserem Sortiment, das Sie auf unserer Homepage wabi1.de einsehen können. Ja, haben Sie Ihren Bohndrucker installiert? Sage ich einfach mal Test. So, vielleicht hören Sie es, der Bohndrucker hat gedruckt. Ist die Kassenschublade am Bohndrucker angeschlossen, machen Sie einfach hier das Häkchen und sagen Test Kassenschublade und die Kassenschublade geht auf. Vielleicht haben Sie es hier auch gehört. An dieser Stelle, Logo am Bohnanfang drucken bedeutet nichts anderes. Sie können auf Ihren Bohndrucker mit der Software des Bohndruckerherstellers wohlgemerkt, also nicht über Wabi Profi 3, ein Logo, das ein bestimmtes Format haben muss, auf Ihren Bohndrucker speichern. Also auf den Chip des Bohndruckers können Sie Ihr Logo speichern. Und das kann über eine Escape-Sequenz, die Wabi Profi 3 rausschickt, einfach abgerufen werden und dem Bohndrucker mitgeteilt werden, hey, druck das Bildchen, das bei dir im Speicher liegt. Aber wie gesagt, für den Transfer des Bildchens auf den Speicher des Bohndruckers, das müssen Sie selbst tun mit der Software des Bohndruckerherstellers. Ja, so einfach ist die Betriebnahme eines Bohndruckers mit Wabi Profi 3 und bis bald.